Ja, danke schön, Jeanette Clark. Und zwar ist Johannes Kaas hier, haben wir eben zufällig getroffen, mehr oder weniger, der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises. Der nickte bei 81,9 und sagte, ist okay. Warum sind 81,9 okay? Ja, 100% hatte er. Jetzt haben wir ein paar harte Zeiten gehabt. Wir haben eine Wahlklatsche gekriegt. Aber das ist das Vertrauen auch der Partei, dass wir mit Martin Schulz das auch wieder auswetzen können, dass wir weitermachen. Und das sind die 81%, die auch dazu geführt haben, dass wir Koalition ergebnisoffen verhandeln können. Man merkt, die SPD ist eine hochrationale Partei. Das ist ein gutes Ergebnis. Und ich bin stolz auf Martin Schulz. War das heute eine Rede, die er gehalten hat, die ihm geholfen hat, über die 8 rüberzukommen? Wenn er nicht so gut gewesen wäre, heute beim Reden, andersherum gesagt, dann hätte er das nicht geschafft? Ich glaube, es war eine gute Rede, die vor allem die Partei überzeugt hat, dass wir ergebnisoffen in die Gespräche reingehen müssen, dass es bei uns um Rente geht, um die Bürgerversicherung, mehr Europa, Digitalisierung, dass wir die Punkte durchsetzen müssen, und zwar in jeder möglichen Variante. Und das hat auch dazu geführt, dass die Genossinnen und Genossen gesagt haben, jawohl, das machen wir mit Martin Schulz, das schaffen wir gemeinsam. Ist denn Europa, mit dem Sie beim klassischen SPD-Klientel der Arbeitnehmerschaft, bei der Sie ja stark verloren haben, punkten können? Klar, Europa ist etwas, was die Arbeitsplätze sichert, was dazu führt, dass wir Export zugewinnen. Das ist etwas, was uns gegen Trump, Putin und Erdogan hilft. Europa ist das, was der klassische SPD-Wähler auch braucht, was uns allen weiterhilft. Wie fanden Sie denn die Debatte heute? Die SPD hat sich hier selber heute mehrmals gelobt, hat gesagt, toll, dass wir miteinander streiten können, dass wir debattieren können. Ich sag mal, mein persönlicher Eindruck, so viel gestritten wurde gar nicht angesichts eines Ergebnisses von 20,5% bei der Bundestagswahl. Und irgendwo ja auch im Hintergrund die Frage, bleibt die SPD Volkspartei, wenn sie jetzt nicht die richtigen Antworten findet? Also, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Inhalte durchsetzen, weil die Leute, die uns gewählt haben, haben uns gefehlt, eben wegen der Bürgerversicherung, wegen der Rente mit 63 und Europa. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir gemeinsam vernünftig klarkommen. Und ich persönlich glaube, ehrlich gesagt, dass die Menschen merken, dass wir auf der einen Seite um Inhalte kämpfen, aber uns auch gleichzeitig erneuern. Und das haben wir hier heute gehabt. Schwierige Debatte, aber gute Sache. Das war Johannes Kaas. Dankeschön dafür. Erster Eindruck von hier unten. Jetzt aber Malu Dreyer aus dem Plenum.